No. Willkommen zum Endgame von Kirby Star Allies. Wir werden uns jetzt den letzten Modus stellen, den Helden in einer anderen Dimension. Und der wird wie folgt ablaufen. Die Gesänge von Heines haben einen Riss im All verursacht. Dieser führt in eine andere Dimension. Ein herausfordernder, actionlastiger Modus für Kirby und seine Traumfreunde. Man kann solche Türen betreten und damit wird man zu einem Traumfreund. Und wir müssen Traumherzen einsammeln oder Freundherzen einsammeln. Und je nachdem, wie viele wir davon haben, es wird 120 geben insgesamt, wird es ein anderes Ending geben. Ein Bad Ending, ein Good Ending oder das True Ending, wenn wir alle haben. Und ich habe natürlich vor, alle zu sammeln und das beste Ende herauszufinden. Ihr erinnert euch ja, Heines wurde in eine andere Dimension gesaugt und in die begeben wir uns jetzt auch selber. Und es geht direkt los mit ein bisschen Joy-Con Drift und erinnert irgendwie stark an den Aufgang in die Sturmbastion gerade. So, und da ist das erste Freundesherz, die jetzt quasi die Sammelgegenstände sind. Kirby, kannst du mal aufhören? Sehr weirder Start. Ihr könnt das also jetzt wirklich verstehen wie eine neue fünfte Welt. Denn das ist jetzt richtig krasser Shit, den wir jetzt hier sehen werden. Mit richtig harten Rätseln und neuen coolen Bosskämpfen. Wir sollen anscheinend den Bombendude als unseren Kumpel mitnehmen. Warum wir das tun sollen, denn wir haben doch eigentlich. Achso. Wir sollen ihn gegen die Wand boxen. Nimm das! Und damit öffnen wir den Weg zum schon mal zweiten Freundesherz. Ich hoffe, ich kann gleich alle auf Anhieb finden. Oha! Hier müssen wir getimt durchwerfen, sonst ist unser Dude dahin. Aber wir haben es geschafft. Also mal direkt Missbrauch der kleinen Sim-Freunde. Und gekämpft wird natürlich auch. So, das ist jetzt vor mir zugegangen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, es geht wieder auf. Kirby setzt sich erstmal hin. Auch hier werden wir mit Timing den Dude schmeißen müssen, um das Herz zu erhalten. Ich guck mal kurz nach oben. Okay, da oben geht es nicht weiter. Aber hier. Und da ist ein Bild vom Speerwaddle-Dee. Das ist dann ganz nice, weil wenn ich jetzt Bilder verpasst habe, können wir die hier noch sehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich Quetsch-Action im Start ist. Aber nur 4 Herzen bisher. Ich hoffe, ich habe keines verpasst. Und jetzt sind wir der Speer-Waddle-Dee. Oder der Waddle-Dee-Assistent, wie er hier fälschlicherweise genannt wird. Und mit dem geht es jetzt weiter. Ich werde mal kurz schauen. Das ist was Neues. Heines Gebete haben den Weg von einer Dimension in unzählige neue Dimensionen eröffnet. Und schaut euch mal rechts das Bild an. Das sind diese Speere des Herzens, die wir in der Lore gelesen haben. Was verbirgt sich wohl in ihnen? Wirst du ein Traumfreund? Verbirgt sich dort ein noch größeres Übel? Oh ja, und wie? Erkunde sie und sammle Herzen. Sei das Licht der Hoffnung. Und ich glaube, das haben wir schon gelesen, glaube ich, in der Arena. Aber es sollte auch Freunde geben, von denen wir noch nicht die Lore gelesen haben, außerhalb des Simp-Modus.
Für mich ist es jetzt insofern ein bisschen schwieriger, weil das jetzt alles schon ein bisschen her ist und ich deshalb nicht alles mehr die Steuerung und die Moves alle perfekt im Kopf habe. Aber ein bisschen Handicap hat noch niemand geschadet und der Waddle Dee da hatte mega Glück, dass er nicht zerquetscht worden ist. Aha, und hier gibt es auch die 3D-Waddles. Aber die wollen einen nur ablenken von dem Freundesherz, das sich hier versteckt. Okay, noch ein Power-Dude. Aha, denn wir müssen da eine Lunte anzünden. Und da ist eine Kanone. Okay, dann müssen wir das von der anderen Seite machen. Ist das auch, wo es weitergeht, oder ist das hier das Secret? Ich glaube, in der Kanone müsste das Secret sein, oder? Zünden wir das mal an und lassen uns hinschießen. Ich hoffe, da geht's nicht weiter. Sieht wie ein Geheimraum aus. Okay, ich drücke mal noch nicht den Knopf da. Aha, ich habe eine Vermutung, was passieren wird. Da kommt jetzt ein Ball. Und wir müssen mit Timing was nach unten bringen, damit der Ball das für uns zerstören kann. Und dann kommt ein Ball zurück, aha. Und den müssen wir jetzt da hineinwurzen. Und kriegen gleich 3 Traumherzen dafür, holy shit. Okay. Schön, 9 von 30. Es wirkt alles so, als hätte ich eins verpasst. Nein, ihr Freunde, geht da weg. Tja, selbst schuld, kann ich dazu nur sagen. Ihr seht, das ist nicht einfach. Okay. Hier ist aber sehr verdächtig. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben was verpasst. Das müssten jetzt 10 von 30 sein. Denn es geht jetzt weiter zu König Dedede's Abschnitt. Dann hole ich das eine Herz aber nach. Ich will auf jeden Fall einen Abschnitt in jeden ein Part haben für jeden dieser Abschnitte. Okay, Waddle Dee gibt es sicherlich nicht ohne Grund. Dann nehmen wir die Idee mit Blitzhammer. Und da können wir ihn gleich einsetzen. Oh, wir müssen, glaube ich... Wir müssen... Schneiden. Ja, das Herz verschwindet sonst. Oh mein Gott, war das knapp. Mann, es wäre extrem peinlich, wenn ich so ein schwer... Warum sprichst du nicht? Wenn ich so ein schweres Herz schaffe und das leichte... am Anfang irgendein leichtes verpasst habe im Kirby-Abschnitt. Das sind nochmal 2 Herzen. Und Puzzleteile gibt's auch aus irgendeinem Grund. Okay, jetzt gucke ich mich erstmal um. Da sind die Herzen. Und wir müssen 3 Türen öffnen auf dem Weg. Nämlich das. Das und das. Und jetzt schnell mal hoch. Oh, das ist sehr knapp berechnet. Nächste Tür. Jetzt haben wir 15 von 30. Und Meta Knight kommt. Vielleicht habe ich nichts verpasst, vielleicht habe ich Glück, es würde mich sehr freuen. Wir haben Meta Knight! Auch bei ihm gucke ich mal kurz rein.
Ritterliche Tugenden werden bei diesem Kämpfer, der erstmals in Kirby's Adventure auftaucht, die groß geschrieben. Sein Training steht für ihn an erster Stelle, doch würde er nie seine Freunde vergessen. Schließlich können sie seine Klinge mächtiger machen. Das haben wir noch nicht gelesen. Und offenbar werden wir bei ihm mit dem Wasserschwert agieren. Okay, da unten sind nur Stacheln. Und das sieht wieder sehr gefährlich aus. Das Herz habe ich einfach mal verfehlt. Oh Gott, das. Das Herz unten. Und da links ist noch ein Puzzleteil, das müssen wir auch noch schnappen. Ob wir ja eigentlich schon alle Puzzles vervollständigt haben. Okay, wartet. Nein, ich brauche den Dude. Ihr Idioten. Okay, zurückgehen haben wir hier nichts. So, Leonardo, du hast ausgedient. Eigentlich hätte ich Tröpfli die wegtun sollen, weil wir haben ja Wasser. Das ist das Falsche, manchmal. Ein Sauseschwert wollte ich haben. Das sicherlich hier eine große Hilfe sein wird. Ja, wir müssen auf jeden Fall schnell hier runter, um dieses Herz einzusammeln und das da unten erst recht. Oben ist keines. Mann ey, dieser Modus fühlt sich erst so richtig wie ein Kirby-Game an. Weil man die halt wirklich verpassen kann, wenn man da nicht schnell genug ist und nicht aufpasst. Und so ist Kirby eigentlich im Prinzip immer okay. Am besten dashe ich durch die durch. Hier muss ich das Herz priorisieren. Das Puzzleteil nehme ich auch mit. Was war da hinten was? Nein, aber da oben ist ein Herz. Komm, 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 wir müssen noch schnell raus. Oh, war das knapp. Schaut euch an, wie wenig Zeit da noch übrig war. Aber auch hier. Schauen wir kurz zurück. Kein Secret dort versteckt. Secret unten in der Hölle? Nein. Okay, eine Tür, die uns nicht verwandelt. Wir sind ja auch jetzt mit den Freunden durch. Aber es gibt noch ein Eis. Jetzt hau ich mal Tropfen weg. Das letzte Element, was wir noch nicht in dieser Folge eingesetzt haben. Okay, ein Kampf steht uns bevor. Und okay, wir müssen aufpassen, denn irgendwo wird ein Schlüsselhut auftauchen, nämlich der da. Und jetzt müssen wir den... Oh mein Gott. Wir müssen den Schlüssel für Kopf Kawasaki beschützen. Okay, vielleicht ist der Schlüssel da in Sicherheit. Oh nein, nein! Ah, er hat mich... Komm mit, Koch Kawasaki. Wir können nicht das Finale ohne dich antreten. So, ist der Schlüssel noch hier? Ich glaube, der hat auch ein Zeitlimit. Wenn man den nicht ständig wieder aufhebt, dann verschwindet der auch von alleine. Das heißt, darauf muss man achten. Und das gibt einem das Freundesherz Nummer 24 dann. Das Design hier ist auch irgendwie schön zusammengesetzt aus diesen Art Bäumen. Okay, da hinten wird eine Fähigkeit nochmal gewechselt, aber hier oben ist ein verstecktes Herz. Dass sie dreist vor einem verstecken wollten.
noch 5 Herzen übrig. Das könnte sein, dass es die im letzten Kirby-Abschnitt gibt. Wo wir die Feuerfähigkeit bekommen. Komm, sag, dass wir alles haben. Okay. Es geht erstmal los in Super Mario 3D World Manier und ich guck kurz den Abgrund. Oder an den Start. Nein, hier gibt es scheinbar keine Geheimnisse. Kirby möchte irgendwie nicht rennen, oder? Das hier ist die Brücke. Interessant, dass die hier nochmal vorkommt. Das heißt aber, das wird sicherlich ein sehr schwieriger Freundesbrücke-Abschnitt. Hä? Oh. Ich muss den da in den Tod schicken und den muss ich drunter lotsen. Oh, das musste man jetzt aber echt schnell kapieren. Okay, und damit kommt man hier rein und kann das hier aufsprengen. Ein weiteres Freundesherz. Und wir können einen Kumpel in unser Team holen. Dann nehme ich mal... Ich wollte da Roach, aber ich nehme auch mal genug. Für Blitziblank. Ich hoffe, das war kein Fehler, weil man wird sicherlich auch irgendeine bestimmte Elementkombination nochmal brauchen. Okay, mehr Brückenabschnitte. Ich habe so Angst, dass ich mit 29 von 30 abschließen werde. So, die Brücke, die zweite. Um Gottes Willen. Wie soll man denn da durchsehen? Oh, den hätte ich jetzt schon fast. Okay, wir haben's. Der andere will, der will sich nochmal einmischen, aber er kann von hinten nichts ausrichten. Und das nächste Herz ist unser 27 Herzen. 28 Herzen. Und ein weiterer Traumpoint. Da hätte ich aber die aus der ersten Welle. Komm, jetzt nehmen wir wirklich den Roach. So, Kibbel, du musst dafür verschwinden. Okay. Hier unten was? 28 von 30. Oh nein, sag mir nicht mehr, fehlen sogar 2. Aber hier kann eigentlich nichts mehr gewesen sein. Dann schaut euch an, wo wir jetzt sind. Wir sind in einer Parallelwelt von Wispy. Wir können uns sogar noch einen Dude holen. Oh, aber eigentlich... Eigentlich möchte ich den Boss, damit ich für die ultimative Auswahl üben kann, ohne Fähigkeit begegnen, denn jetzt kommt ein richtig harter Kampf, wie wir ihn noch nie gegen Wispy erlebt haben. Es ist eine dunkle Version mit einem gruseligen Lächeln. Es ist das jenseitige Gewächs, ein anderer Wutz. Klingt scheiße, aber ist mega cool. In der Raumzeit haben sich 4 Risse in eine andere Dimension geöffnet. In jedem dieser Risse findet man eine ruchlose Variante eines Gegners aus alten Tagen. Wie zum Beispiel Rüspibus. Dieser faulige alte Baum hat böse neue Kräfte. Und ich werde ihm begegnen in der klassischen Kirby-Manier. Denn... Sieht er, wie das schon anders ist?
Da kommt jetzt das Ding nochmal angerollt. Ich muss ja lernen, die möglichst ohne Damage zu schaffen. Und deswegen muss ich mir sehr viel Mühe in den Kämpfen geben. Und er fängt schon wieder an zu saugen, aber jetzt hat er aufgehört. Okay, die Dinger werden sehr viel Schaden gegen ihn machen. Ein Staubblut kommt auch angeflogen. Oh mein Gott, das ist so schwer auszuweichen. Hilfe! Das... Oh mein Gott. Ich bin tot fast. Ich muss da auf jeden Fall eine Lösung dafür finden. Bitte sag mir, dass die zweite Phase losgeht und dass die zweite Phase einfacher ist. Das ist ja mega crazy hier. Okay, wir gehen in die zweite Phase. Die Musik geht ein bisschen mehr ab, aber das System bleibt dasselbe. Er macht den Move jetzt nur sehr schnell. Dann geht er am Stampfen und lässt jetzt noch gleichzeitig dabei Äpfel fallen. Und sein Zeug explodiert und dann kommt noch eine Spinne und jetzt geht er schon wieder am Abstampfen. Nein, ich habe in die falsche Richtung gesaugt. Ich habe es fast geschafft. Puh. Aber ihr seht das, ne? Ihr seht, was für ein Riesenunterschied das ist. Klar, ich hätte ihn besiegt, wenn ich Freunde mit gehabt hätte, aber ich muss ihn ja in der ultimativen Auswahl bekämpfen mit allen anderen Bossen im Game zusammen, ohne groß Schaden zu nehmen. Und das ist dann ein ganz eigenes Kaliber. Deswegen möchte ich mich dieser Herausforderung in diese Form stellen. Okay, und jetzt bin ich ein bisschen... Aha, aber das ist kaum auszuweichen. Ihr seht doch, der Damage, den er macht, ist viel höher. Und das ist einfach unfair. Okay, wichtiger Schaden. Okay, an ihn rangehen ist dann aber auch nicht so die beste Idee. Ich bin schon wieder fast tot. Okay, ich bin hochgeflogen. Das hat sie eigentlich ganz gute Zeit gemacht. Okay, hochfliegen ist da eine gute Idee. Okay, er macht eine Minisaugung. Jetzt kann ich leider nur einen einsaugen. Und jetzt sind da Flammen am Boden, die mich noch mehr aufhalten. Okay, die Phase ist gewechselt. Und wie die Musik total abgeht dabei. Gab es da überhaupt eine Musik in der ersten Phase? Okay. Okay. Schön ausweichen. Ah, oh, verdammt! Ich hab's wieder nicht geschafft. Heilige Scheiße, der Kampf ist absolut übertrieben. Und das ist der erste, der einfachste. Ich hoffe, ihr seht daran, ich habe nicht gelogen, als ich das aufgehypt habe, wie hart dieser Modus ist. Aber ich muss es lernen. Und am besten, ich lerne es gleich hier. Als wenn ich dann 20 Versuche in der ultimativen Auswahl brauche. So, aber ich habe schon ein bisschen was durch. Mal sehen, ob ich das jetzt anwenden kann, um nicht mehr so viel Damage zu nehmen. Man muss auf jeden Fall mehr als einen Apfel einsaugen, sonst... Das ist sowas von unmöglich. Mit dem Bordo da. Okay, hier nach oben. Aber man darf nicht zu lange bleiben, weil man in der Luft sehr leicht eingesaugt werden kann. So.
Alter, ich habe die zweite Pause relativ gut erreicht. Aber es ist trotzdem schwer. Okay, hier kann man einfach relativ easy drüber. So. Das ist ja einfach aufpassen. Okay. Das Boosten ist gar nicht mal so übel. Außer er ist beim Stampfen dann mega. Einmal noch ein Hit. Wispy besiegt. Holy. Und wir kriegen einen dieser Speere des Herzens. Kann ich mir eigentlich ein Herz zuschmeißen? Nein, kann ich nicht. Wir haben es geschafft, aber uns fehlen leider zwei dieser Herzen. Und die werde ich jetzt noch nachholen. Die Puzzleteile sind relativ egal. Wo kann ich denn zwei Herzen verpasst haben? Aber daran sieht es eben auch, dass das schwieriger ist. Ich warte aber jetzt. Okay, ich werde nicht. Oh. Ich darf sie nicht nachholen. Ich werde Folgendes machen. Ich mache jetzt zwar mit den anderen Dimensionen weiter, weil ich es muss. Aber ich schneide euch die verlorenen Herzen gleich in diese Folge hinten ran. Und das heißt, wir sehen uns gleich. Und cut. Coole Sache. Oh, hier sind die! Da waren Schalter versteckt! Oh, wie gemein! Und das sind sie, die letzten zwei fehlenden Herzen. Hätte ich eigentlich auch finden können. Na gut, damit haben wir jetzt alle in der ersten Dimension. Und damit würde ich diesen Part hier beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde diesen Modus mega geil bisher und ich hoffe, ihr feiert ihn auch. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge, wo es um die zweite Dimension geht. Bis dahin und tschüss! Wow. Oh, der coole Laut, den er da macht. Hm, 8 Meter weit. Oh cool, den Angriff vom Mittelalter haben wir noch gar nicht gesehen.